Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe dann immer gedacht, dann kommt sofort, dass man eine neue Königin hat suchen müssen. Aber effektiv ist es 4 Jahre gegangen, bis eine neue Königin gesucht worden ist. Dann kommt eben der Aufstand mit den Griechen. Der König Ahasveros ist dann, hat mit den Griechen, die haben einen Aufstand gemacht und hat eine riesige Flotte gegen Griechen aufziehen lassen, aber hat trotzdem eine Niederlage eingesteckt und hat eigentlich demütigend zurück müssen. Und dann, im 7. Regierungsjahr, hat er sich wieder nach einer Königin gesehnt. Und seine Kämmerer haben ihn beraten, er soll doch einen Schönheitswettbewerb machen, man soll viele Jungfrauen aus der ganzen Provinz sammeln und die, die ihm am besten gefallen, das soll dann die neue Königin werden. Und jetzt kommt Esther ins Spiel. Genau. Die vielen Jungfrauen sind gesammelt worden und gesucht worden und eben unter anderem auch Esther. Von der Esther wissen wir, sie ist die Cousine von Mordechai. Sie war seine Pflegetochter, weil ihre Eltern, glaub, verstorben sind. Und Esther hat ihre jüdische Herkunft verschwiegen. Und was mega spannend ist, ich habe mich ein bisschen über den Schönheitswettbewerb informiert. Ich habe so gedacht, das ist noch krass, sie waren ein Jahr lang in der Vorbereitungszeit. Sie mussten sich irgendwie ein halbes Jahr mit Myrrhenöl einbalsamieren und dann nachher mit anderen Parfüm und anderen Reinigungsölen. Ich dachte, warum ein Jahr? Warum genau ein halbes Jahr und ein halbes Jahr? Und ich habe ein paar Sachen herausgefunden. Und zwar das Myrrhenöl und die Balsam, die dienten dazu, dass die Frauen wirklich gereinigt worden sind. Also es war ihnen extrem wichtig, dass auf keinen Fall eine Frau, die zum Königin geht, in allenfalls noch krank machen könnte. Die hatten zum Teil entzündungshemmende Wirkungen, sie haben aber die Haut wirklich auch gepflegt und schön gemacht. Sie haben gut geduftet, das war den Persern mega wichtig. Es war auch ein Statussymbol. Eine Frau musste, also nicht nur eine Frau, einfach allgemein gut duften, gut schmecken, teure Pflegeprodukte haben. Und natürlich haben sie in diesem Jahr aber auch die Zeit kennengelernt. Sie sind gelehrt worden, was es würde bedeuten, Königin zu sein. Und auch wie sie sich als allfällige spätere Königin müssen verhalten dann, oder? Das war mega wichtig. Sie hatten ja auch Pflichten gehabt. Und ja, Esther hat Gunst gehabt beim Kämmerer Hegai. Er hat sie super gefunden. Er hat ihr sofort am schnellsten die besten und teuersten Beauty-Produkte gebracht. Oder eben das Myrrhenöl. Und dass sie sich noch besonders schön hat können machen. Wobei ich denke, so wie sie beschrieben ist, ist sie sicher vorher auch schon sehr schön gewesen. Sie hat den besten Platz bekommen dort in dem Harem der Frauen. Er hat ihr das beste Zimmer zugewiesen. Und genau, als sie dann zum König innen ist, hat er besonders Freude an ihr gehabt und sie ist zur Königin gewählt worden. Ich weiß nicht, ob euch das dann aufgefallen ist, da bin ich eben drüber gestolpert. Es heisst nachher, dass es nochmal einen Schönheitswettbewerb gegeben hat. Also, als Esther bereits als Königin eingesetzt worden ist, hat er aber nachher trotzdem noch Jungfrauen gesammelt. Sorry, ich muss schnell suchen. Also da. Und der König gewann Esther lieber als alle anderen Frauen und sie fand Gnade und Gunst vor ihm mehr als alle Jungfrauen und er setzte die königliche Krone auf ihr Haupt und machte sie zur Königin an Vastis Stelle. Und der König veranstaltete für alle seine Fürsten und Knechte ein großes Festmahl und das Festmahl der Esther. Und er gewährte in den Provinzen eine Steuererleichterung und teilte eine Kornspende aus mit königlicher Freigebigkeit. Und als man zum zweiten Mal Jungfrauen zusammenbrachte, saß Mordechai im Tor des Königs. Also er hat wie weitergemacht nachher. Ich dachte, jetzt hast du eine Königin, jetzt musst du gleich noch Jungfrauen sammeln. Das ist irgendwie auch noch crazy. Aber ich habe auch wieder versucht, es ist in dem Sinn nichts bewiesen. Also das Buch Esther ist sehr gut bewiesen, aber was ich jetzt versucht habe herauszufinden, ist nicht zu 100% bewiesen. Man geht davon aus, dass er das Harem von Frauen hatte, so viele Frauen und dann nachher noch Jungfrauen gesucht hat, dass seine Nachkommenschaft gesichert war. Dass er wirklich auf mehreren Ebenen hat können sicherstellen konnte, dass er einen guten Nachkommen für seinen Königsplatz wird haben. Ich weiß nicht genau, wie viele Frauen das gewesen sind. Und was man auch sagen muss, ist, man weiß natürlich nicht, von wo das die Frauen gekommen sind. Und die sind nachher
sicher auch gut versorgt gewesen. Also auch wenn das einfach seine Nebenfrauen geblieben sind, nicht die Königinnen, dann haben die bei ihm Versorgung gehabt. Also die haben nachher wahrscheinlich nicht mehr hungern müssen, die haben genug Kleider gehabt. Es ist denen in dem Sinn sicher gut gegangen. Und jetzt eben kommt der Mordechai ins Spiel. Der Mordechai ist Esther jeden Tag besuchen. Also er hat sich mega um seine Pflegetochter, Cousine gekümmert. Jeden Tag ist er nach ihrem Wohlbefinden schauen gegangen. Und darum hat der Mordechai mitbekommen, dass die Knechte oder Kämmerer vom König ihn umbringen und einen Anschlag auf ihn vorhaben. Und er konnte Esther warnen, Esther hat es am König sagen. Und der König konnte gerettet werden. Und die Tat ist in die Chronik aufgeschrieben worden. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, der da passiert ist. Etwas, was ich auch möchte erwähnen, ist, dass der Mordechai und Esther sind vom Stamm Benjamin. Das wird später noch relevant. Weiter in der Geschichte kommt dann der Haman ins Spiel. Der Haman war der zweithöchste Mann an der Stadt nach dem König. Also er hat wirklich auch sehr viel Macht gehabt. Und der König hat den Befehl herausgegeben, dass alle sich vor dem Haman beugen sollen. Und der Mordechai hat das natürlich nicht gemacht. Etwas, was ich mega spannend finde am Haman, ist seine Abstammung. Hat jemand das auch nachgeforscht? Genau, ein Amalekiter, ja, genau. Und zwar ist der Haman, er wird Agagiter genannt. Und der Agag war der König der Amalekiter. Und die Amalekiter haben sich den Israeliten in der Wüste damals in den Weg gestellt. Und Gott hat an dem gar keine Freude gehabt. Und wir sehen im 1. Samuel, jetzt habe ich ein paar Folien vergessen. Oh ja, sorry. Genau. Im 1. Samuel 15, 3 bis 9, sehen wir, was eben der Ursprung ist vom Haman. Da war der König Saul am Herrschen. Und ich glaube, der Samuel oder Gott hat zu ihm gesagt, so ziehe nun hin und schlage Amalek und vollstrecke den Bann an allem, was er hat, und schone ihn nicht, sondern töte Männer und Frauen, Kinder und Säuglinge, Rinder und Schafe, Kamele und Esel. Da bot Saul das Volk auf und musterte sie bei Telaim, etwa 200.000 Mann Fußvolk und 10.000 Mann aus Juda. Und Saul kam in der Stadt Amaleks und legte einen Hinterhalt im Tal. Und Saul ließ den Kenitern sagen, geht fort, weicht, zieht weg aus der Mitte der Amalekiter, damit ich euch nicht mit ihnen aufreibe, denn ihr habt Gnade an allen Kindern Israels erwiesen. Als sie aus Ägypten heraufzogen, so zogen die Keniter aus der Mitte von Amalek weg. Da schlug Saul Amalek von Hevila bis nach Schur, das östlich von Ägypten liegt. Und er nahm Agag, den König von Amalek, lebendig gefangen. Dagegen vollstreckte er den Bann an dem ganzen Volk mit der Schärfe des Schwertes. Aber Saul und das Volk verschonten Agag und die besten Schafe und Rinder. Und das Vieh vom zweiten Wurf und die Mastschafe und alles, was wertvoll war. Und sie wollten den Bann an ihnen nicht vollstrecken. Alles Vieh aber, das wertlos und schwächlich war, an dem vollstreckten sie den Bann. Da erging das Wort des Herrn an Samuel folgendermaßen: Es reut mich, dass ich Saul zum König gemacht habe, denn er hat sich von mir abgewandt und meine Worte nicht erfüllt. Darüber entbrannte Samuel und schrie zum Herrn die ganze Nacht. Und Samuel hat sich dann aufgemacht und er hat dann den Agag selber getötet. Aber was mega spannend ist, es muss irgendwo doch eine Nachkommenschaft von dem Agag, von dem Amalekiter-König herum sein. Und über das könnte man jetzt wie selber nochmal eine Predigt machen, aber was rauskommt, ist wie klar, wenn Gott sagt, da ist etwas in deinem Leben, oder da ist etwas im Leben, an dem soll man den Bann vollziehen, dann soll man dort zu 100% gehorsam sein. Weil wenn man es nicht ist, dann hat das nachher das Potenzial, das Leben zu zerstören von einem. Und das kann man mega gut aufs eigene Leben anwenden. Wenn Gott zu uns sagt, hey, rühr das weg, kehr um, töte das ab. Das kann eine Sünde sein, das kann eine Person sein, das kann keine Sucht oder auch eine Verletzung sein. Es hat, mach das weg, zu 100% löscht es aus und wir sind nicht gehorsam. Dann hat das das Potenzial, unser Leben zu zerstören. Und das finde ich einfach in sich schon mega, mega einen starken Wachrüttler. Einfach so, dass ja, Gott,
Gott gehorsam sein, wenn er sagt, vollziehen den Bann an etwas in eurem Leben. Löscht das aus. Eben der Mordechai hat sich nicht gebeugt vor dem Haman. Und der Haman ist mega hässig geworden. Und genau, der Haman hat dann aufgrund von dem, hat es ihm nicht gelangt, nur den Mordechai zu töten. Er hat das ganze Volk von den Juden, hat alle Juden wollen umbringen. Es hat ihm nicht gelangt, ein Mann, der sich nicht vor ihm beugt, sondern in ihm ist der brutale Hass gegen die Juden aufgekommen. Ich glaube, das ist einfach mega wichtig, auch zum Wissen, da ist natürlich eine geistliche Komponente dahinter. Das hat sich auch in den Geschichten auch wiederholt, zum Beispiel durch einen Hitler. Und jetzt der erste Punkt, den ich gerne herausstreichen würde, was wir können lernen aus dieser Geschichte lernen, ist, dass wir Christen auch eine Art sagen können, dass wir im Exil leben. Und Exil bedeutet einfach einen langfristigen Aufenthalt außerhalb vom Heimatland. Und wo ist unser Heimatland? Genau. Es gibt verschiedene Stellen, ich finde jetzt Philipper 3,20 sagt zum Besten, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel. Und woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter. Aber es gibt noch andere Stellen im Petrus, 1. Petrus 1,17 oder Johannes 17,16. Es gibt sicher noch mehr. Das heisst, alles, was wir auf dieser Welt wie um uns herum erleben, ist Exil. Weil unser Bürgerrecht wäre im Himmel. Wir sind Himmelsbürger und für uns gelten die Gesetze und die Reglemente und die Werte von Gott. Und der Hansjörg wird eben nächste Woche auf das eingehen, auch wie zeigt sich das Exil ganz krass da in dieser Welt. Was heisst das? Eben die 5 Megatrends vom Bösen. Aber ich glaube, wir alle können uns in etwa vorstellen, um was es geht. Also, sagt das, dass Ehe wird nicht im Wert geschätzt oder die Kinder werden nicht mehr zuhause aufgezogen, frühe Sexualisierung, LGBTQ, Abtreibungen. Also, wir können uns ein Bild machen, was das ungefähr bedeutet für uns, oder? Und Gott möchte uns in dieser Welt brauchen. Und die Bedingung ist eben, dass wir uns auch nicht anpassen wie der Mordechai. Der Mordechai hat sich nicht gebeugt vor dem Haman. Und das Krasse ist, es hat bei ihm geheissen. Jeden Tag haben sie ihn gefragt, warum beugst du dich nicht vor dem Haman? Warum missachtest du den Befehl vom König? Du weißt, missachten vom Befehl vom König könnte deinen Tod bedeuten. Hat es nicht gemacht. Und er hätte das Spiel ganz einfach können beenden. Er hätte es einmal nicht können machen, dann wären die anderen gekommen, hätten können sagen, hey, wieso beugst du dich nicht? Ah ja, stimmt, ich mache es. Und es wäre alles easy gewesen. Aber es war ihm wichtiger gewesen, zu Gottes Wert zu stehen, zu seiner Identität als Jude zu stehen. Und es war ihm egal gewesen, er wäre lieber im Tod gegangen. Er hat gewusst, wenn es den Haman herausfindet, das bedeutet mein Tod. Wenn es den König herausfindet, das bedeutet mein Tod. Aber er wäre lieber im Tod gegangen, als dass er sich verbeugt hätte vor jemandem, der nicht sein Gott ist. Also da sieht man, der Wert muss irgendwo im Mordechai drin sein. Und ich weiss, da hat es Leute, die auch schon so eine Art von Verfolgung erlebt haben, beim Arbeiten zum Beispiel. Hey, wenn du nicht aufhörst, von Jesus zu erzählen, dann musst du künden. Jetzt musst du einfach ruhig sein. Und ich weiss, es gibt Leute, die das trotzdem weitermachen. Und das ist genau die Standhaftigkeit. Und Gott kann uns in dieser Welt eben mit dem Exil um uns herum nur brauchen, wenn wir bereit sind, uns nicht anzupassen. Und das sind so viele Sachen. Ich glaube, es kann euch, also ihr seid euch sicher bewusst, was das kann sein. Das kann heissen, dass ich, wenn ich auf dem Spielplatz bin als Mami und alle reden davon, dass ich jetzt meinem Kind irgendwie auch pinke Sachen geben soll oder so, dass ich Anstand sage, nein, der Jeremia ist ein Bub. Wieso muss er jetzt mit Barbie spielen? Weil das erlebt man als Mami beispielsweise, oder? Wirklich einfach so, dass stehen wir zu unseren Wert, zu unserer Identität, zu den göttlichen Wert. Wir hören keine weltlich-dämonische Musik. Oder ich weiß nicht, das können wir gar nicht so gute Beispiele sein, aber ich denke, ihr wisst, was ich sagen will. Und eben Mordechai und Esther sind eher bereit, in den Tod zu gehen, als dass sie sich angepasst hätten. Und wo dann eben der Mordechai auch das herausgefunden hat, oder, dass der Genozid geplant ist, hat er wieder etwas gemacht, das mega mutig war. Auch dort hat er sich nicht angepasst. Er hat Aschen auf den Kopf da, Sacktuch angezogen und ist beim Königshof für das ist er geflehen. Und das wäre auch verboten gewesen. Er hat für das auch den Tod verdient. Und das ist auch ein jüdischer Wert. Das heisst doch, wenn wir trauern, zählen wir so trauern im Alten Testament, oder? Oder wenn man gesündigt hat, haben sie sich, glaube ich, so, oder? Oder zum Teil sogar Kleider verrissen.
Und nach dem Protokoll und nach den Brüchen vom persischen Königshof war es verboten, Trauerkleider im Palastbereich zu tragen. Es war respektlos und unpassend, weil Trauer bezeichnen mit Sacktuch und Asche hat Verzweiflung und Leid dargestellt. Und das ist, ja, das hat nicht mit dem Glanz vom Königshof zusammengebracht werden und ist nicht willkommen geheissen gewesen. Also, sorry, mit der Folie. Genau, also, wir sollen standhaft bleiben wie der Mordechai. Unsere Werte beibehalten und unsere Identität und kompromisslos sein. Ja, es geht weiter. Dass, ein weiterer Punkt, der mega stark rauskommt, ist eben, dass Gott uns alle brauchen will für das. Der Mordechai allein hätte die Geschichte nicht kehren können. Und auch Esther allein hätte die Geschichte nicht kehren können, dass sie zum Guten kommt. Und dort finde ich einfach so stark, wie das rauskommt, dass Gott eben eine ganze Community gebraucht hat. Und das gilt eben auch für uns heute. Esther hat von dem Komplott, sagt man Komplott? Komplott. Erst durch den Mordechai überhaupt erfahren. Sie hat ihn eben gesehen, in Sacktuch und Asche gekleidet und hat gedacht, uiuiui, das ist ja verboten, hat ihm Kleider geschickt. Er hat die Kleider abgelehnt. Hat sie wieder zurückgeschickt und hat ihr über einen Diener überbringen lassen, was überhaupt am Laufen ist. Und sie hat es erfahren. Und ja, zuerst hat Esther eigentlich eine Art einen Rückzieher gemacht. Und das kennen wir sicher auch alle. Etwas, was uns Angst macht oder man denkt, okay, das betrifft mich jetzt nicht. Also habe ich zum Beispiel schon gedacht, ich habe ein bisschen Respekt vor der linksextremen Community und ich habe auch schon so gedacht, mein Ruf ist nicht dort. Also, es gibt Sachen, die uns Angst machen. Und der Haman hat sie ermahnt. Er hat ihr gesagt, hey, der Mordechai, sorry, ja, ich dachte, das passiert mir noch. Der Mordechai hat sie ermahnt. Und zwar hat er ihr gesagt, du musst nicht meinen, dass du verschont bleibst, weil du Königin bist und weil der König noch nicht weiss, dass du Jüdin bist. Und ja, es ist echt ein krasses Wort, dass sie nicht so... Sie hat nicht von Anfang an gesagt, yes, also komm, das kann ich machen, sondern sie wollte zurückweichen. Und der Mordechai hat sie ermahnt. Aber Esther hat sich ermahnen lassen. Mega demütig. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was man von Esther mega lernen konnte. Sie hat sich extrem unterordnen. Sie hat sich unterordnen am König, am Mordechai. Mega schöne Demut und sie hat sich ermahnen lassen. Genau. Der Mordechai hat Esther geantwortet, denke nicht in deinem Herzen, dass du vor allen Juden entkommen würdest, weil du im Haus des Königs bist. Und ich glaube, das ist wirklich einfach so ein wichtiger Punkt. Auch wir, wenn wir Bedrängnis erleben, sei das bei der Arbeitsstelle, oder wenn wir wissen, hey, da kommt eine Situation auf uns zu, wo könnte schwierig sein, lass uns einander aufrufen. Also einerseits, wenn wir vielleicht merken, hey, da ist jemand am Zurückweichen, dann können wir ja einen Schritt machen und sagen, hey, es wäre im Fall deine Aufgabe, also einander ermahnen, die Ermahnung annehmen, aber auch das andere. Die Esther hat ja dann nachher das Fasten ausgerufen, das dreitägige Fasten. Und über 127 Länder haben Leute mit der Esther zusammen gefastet. Und wie stark ist das, wenn wir irgendwo Bedrängnis haben durch die Welt, oder wenn wir vor einer Situation wie brauchen, wir merken, oh, ich brauche mega Weisheit, ich brauche wirklich Wort von Gott und ich bin herausgefordert, können wir in unser Haus hineinrufen oder können wir in unser Netzwerk hineinrufen und sagen, hey Leute, bitte betet mit mir und fastet mit mir. Und ich will uns mega aufrufen, dass es nur zusammen geht. Es geht nicht allein. Gott hat uns als Leib geschaffen. Und es funktioniert, wenn jeder einzeln seine Position wahrnimmt, aber es funktioniert eben auch, wenn wir eben in der Stadtmauer hintereinander geschlossen sind und einander decken und stärken und ja, eben zusammen fasten, zusammen beten, zusammen flehen und uns auch eins machen mit diesen Leiden, weil wenn einer leidet, leidet der ganze Leib. Ja, jetzt kommt die bekannte Stelle. Wie ist der Willi? Nein, die meine ich nicht. Unsere Predigtserie heisst so. Ja. Wer weiß, ob du nicht Königin bist für eine Zeit wie die? Und das gilt auch für uns. Ich möchte wie von diesem Buch ein bisschen die
Also vielleicht haben die es nicht so erlebt, ich habe es so erlebt. Die Schlagseite wegnehmen, dass man muss warten muss, dass man in eine grosse Position von Gott kommt oder in eine grosse Aufgabe. Ich bitte euch, dass ihr alle mal die Augen zumacht und dass ihr eure Arbeitsstelle, euer Umfeld, euer Wohnsitz, was es auch ist, vorstellt. Gott hat euch dort hineingesetzt. Ihr habt Charaktere, ihr habt Persönlichkeiten, die Gott euch gegeben hat. Und ihr seid geboren für eine Zeit wie jetzt. Der Auftrag gilt für uns alle. Und ich bin mir sicher, mega viele von euch haben auch ganz viel Gutes dazu getan. Ich darf die Augen wieder aufmachen. Also wir haben auch Gaben und wir sind auch gehorsam und tun gute Schritte, oder? Und trotzdem wollte ich sagen, dass alles, was wir haben und alles, was wir können, gehört eher Gott und wir haben es von ihm. Der Paulus sagt das auch, wenn ich mich etwas rühme, also wenn ich mich etwas lobe, dann kann ich mich einfach Jesus loben. Und eben das heisst nicht, dass wir nicht selber gute Taten tun. Und trotzdem, wenn jemand begabt ist, mit Menschen zu reden, wenn jemand Arzt, Ärztin ist oder Lehrer oder was auch immer, das hat irgendwo doch Gott orchestriert. Und wir sind dort mit einem Auftrag, mit einem Zweck. Gott möchte die moralisch verdorbene Welt retten. Und Gott, ich meine, in welchem Land sehen wir noch Gottesfurcht? Ich glaube, es gibt ein paar Länder, aber ich glaube, das sind nicht christliche Länder. Und in der Schweiz haben wir nicht mal mehr Nationalstolz. Also ich erlebe es nicht. Und wir alle leben in einer mega kaputten Zeit. Und in dem Sinne haben wir alle unsere Berufung. Und die haben wir eben nicht ausschließlich aufgrund von unseren Gaben und Talenten, weil wir alles richtig machen, sondern weil Gott uns dort haben will. Und das sagt der Epheser. Schon vor der Erschaffung der Welt hat er uns alle berufen. Wie er uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst, durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Genau, und so sind wir alle für die Zeit wie jetzt bestimmt. Wir können, oder Gott kann durch uns durch Rettung für die Menschen da aussen bringen, wo kaputt sind, wo noch nicht gerettet sind, wo darauf hinlaufen, zu sterben, in die ewige Verdammnis zu kommen, wo ausgelöscht werden. Und überall dort, wo wir sind, kann Gott uns brauchen. Ich glaube, mega viele von uns sind sich dem auch bewusst und ich weiss auch viele, die das schon mega ausleben. Und ich möchte aber auch Leute ansprechen, die von sich vielleicht gering denken. Vielleicht mal als Mami oder so, also, weil ich einfach selber weiss, es ist immer als Mami, manchmal denkt man nicht so hoch von sich. Oder einfach die Leute, die denken, ja, was bin ich schon, ich bin nicht in der Politik, ich bin nicht Polizist oder ich weiss nicht, ich komme gar nicht so. Ich habe nicht so eine hohe Stellung, aber das ist egal. Ich habe mich auch mega lange gefragt, ja, okay, ich bin im Backoffice, ich habe vor allem mit Christen zu tun. Christen sind ja schon gerettet, was soll ich machen? Und Gott hat mich mega korrigiert, Gott hat auch gesagt, nein, du bist im Backoffice für eine Zeit wie jetzt, weil die Christen sind auch nicht mehr die gleichen Christen, wie sie mal gewesen sind, das ist auch nicht mehr so. Also ich meine nicht euch, ich meine wirklich nicht euch. Okay, ich weiß nicht, wie ich es retten kann. Und ich wollte euch einfach kurz erzählen, wie ich da angekommen bin. Ich habe vorher in einem weltlichen Betrieb geschafft und ich habe nicht gross soziale Kontakte gehabt, also schon mit Arbeitskollegen, aber ich habe mir immer gewünscht, sozial können mit Menschen arbeiten und helfen. Und als Matthias und ich geheiratet haben, sind wir 4 Monate reisen gegangen
und viele auch christliche Organisationen helfen. Und ich habe mir so gewünscht, dass ich an einem christlichen Ort arbeiten kann. Und dann habe ich, also in diesen 4 Monaten haben sich Arbeitsstellen aufgetan bei christlichen Organisationen. Wo wirklich ich dachte, wow, Gott hat mein Gebet gehört. Ich hätte hier arbeiten können. Und dann habe ich mich da quasi beworben und hat schon voll ausgesehen. Hätte ich die Stelle schon? Nachher so, ah nein, sie ist schon besetzt. Und nachher so, was war jetzt das gewesen? Also, weißt du, dann bist du auf einer Reise, triffst irgendwo in Süditalien einen Chef von einer christlichen Organisation und nachher kommst du irgendwie die Stelle durch. Die war mega strange gewesen. Und nachher in Kambodscha auch wieder. So, ah, da könnte ich mich jetzt bewerben. Ah, in dem Fall ist das jetzt von Gott. Und dann, nein, auch wieder nicht. Mega komisch gewesen. Und dann kommen wir zurück und kommen in die City Church. Und dann war da die Stelle vom Backoffice frei gewesen. Und es hat einfach geklappt und es war einfach die offene Tür gewesen. Und wenn ich, eben manchmal habe ich das wie so ein bisschen angefangen gering schätzen. Nicht die Stelle da, aber dass ich eben unter Christen bin. Weil ich muss auch sagen, ich habe fast keine Nicht-Christen in meinem Umfeld. Als ich von neuem geboren wurde, habe ich viel sehr radikal abgeschnitten. Viel ist kaputt gegangen, in die Brüche gegangen. Und die Handvoll Nicht-Christen, die in meinem Leben sind, denen habe ich das Evangelium erzählt. Und jetzt müsste ich mir ein neues Umfeld aus Nicht-Christen aufbauen. Und das ist für mich schwierig, oder? Viele fremde Menschen ansprechen. Auf jeden Fall wollte ich einfach sagen, Gott hat mich da angeführt für eine Zeit wie die. Und das ist mir bewusst worden. Und genau so hat Gott euch neu mit angeführt für die Zeit wie jetzt. Also der Ruf gilt nicht nur für Esther. Ja, genau. Wir wissen, Esther hat sich berufen lassen. Sie hat 3 Tage gefastet. Sie war mega weise. Sie ist dann zum König, hat ihr das goldige Zepter entgegengehebt. Sie hat von ihm die Gunst bekommen. Und dann hat sie ist sie nicht gerade mit der Tür ins Haus gefallen, sondern sie hat den Haman und den König einfach zu einem Mahl eingeladen. Ich weiss nicht, wie sie in eurer Übersetzung heisst. Bei mir steht zum Teil, glaube ich, Besäufnis oder so etwas. Ist euch das auch aufgefallen? Das Festmahl, genau. Und beim ersten Festmahl ist sie noch nicht rausgerückt. Und der König hat ihr 2-mal angeboten, hey, bis zu meinem halben Königreich, ich gebe dir alles. Aber sie ist nicht rausgerückt mit dem. Sie hat nicht gesagt, ja, ich will das und das und der Hammer will das alle umbringen, Hilfe. Nein, sie hat genossen und gewartet. Und das ist eben mega wichtig. Der Punkt hat es gebraucht, weil am Abend nach dem ersten Festmahl war es so, dass der König nicht schlafen konnte. Und der Haman ist nochmal richtig hässig geworden auf den Mordechai und hat den Pfahl aufrichten lassen, den er später den Mordechai hat daran töten wollte. Und schon noch lustig, dass in der gleichen Nacht, wo einer etwas mega Böses plant, ein anderer nicht schlafen kann und lässt sich dann Chroniken vorlesen, wo Mordechai seine Heldentat drin erwähnt wird. Und er merkt, hey, der Mordechai ist eigentlich noch cool. Haben wir den mal belohnt für das? Und nein, ist nicht belohnt worden. Und dann fragt er den Haman, wie soll man jemanden belohnen, der etwas wirklich Gutes gemacht hat? Und der Haman trumpft auf, weil er denkt, das geht um ihn, oder? Aber es geht um den Mordechai. Und dann hat der Haman wirklich sich demütigen und hat den Mordechai mit dem Rössli umgeführt und alle haben sich vor dem Mordechai verbeugen. Und dann finde ich das Krasse, der Haman ist wirklich niedergeschlagen heimgegangen und seine Frau sagt ihm, wenn der Mordechai jetzt angefangen hat, aufzusteigen oder du kommst vor ihm zu Fall, du kannst nichts mehr machen, du wirst noch gänzlich vor ihm zu Fall kommen. Also mega der Geist von der Wahrheit, der so durch sie durchgeredet hat. Und ja, in dem Sinne, der weitere Punkt, den ich möchte erwähnen, ist, ich habe mich auch schon gefragt, ich habe schon mit Matthias darüber geredet, im Alten Testament hat es so Zeiten gegeben, wo Gott nicht geredet hat. Es hat immer wieder so 400 Jahre gegeben, wo Gott geschwiegen hat. In denen ist zum Beispiel dann der Buddhismus aufgekommen, weil Gott hat nicht geredet und dann hat sich ein anderer Gott aufgekommen oder ein Götz, kein Gott. Und ich habe mich ehrlich schon gefragt, ob jetzt auch wieder so eine Zeit ist, wo Gott nicht redet. Ich dachte, aber was ist, wenn es doch so ist? Weil natürlich höre ich Gottes Stimme, aber wenn ich in die Apostelgeschichte schaue, hat es schon noch Luft nach oben. Und ich habe wirklich merken, und ich glaube, das ist jetzt eben krass, wenn wir schauen, was diese Woche allein oder was in den letzten Wochen allein passiert ist auf der Welt, wissen wir mal, Gott ist definitiv am Wirken. Gott ist auch in totalem Chaos und moralischer Unklarheit am Wirken. Und das Buch Esther zeigt uns das eben auf, wie er hinter den Kulissen am Wirken ist.
Eben das ist kein Zufall. Nichts von dem ist ein Zufall. Es ist kein Zufall, dass Esther so eine Gunst hat beim Hegai, dass sie zuerst die Pflegeprodukte bekommen hat, dass sie beim König super Gunst hat, dass er sie am besten gefunden hat. Es ist kein Zufall, dass der König Schlaflosigkeit hat und dann die Chroniken vorgelesen werden, an der Stelle, wo am Mordechai seine Heldentat aufgelistet wird. Und es ist kein Zufall, dass er in der gleichen Nacht schon der Haman besonders böse plant. Gott ist nicht ein Gott von der Zufall, sondern er ist eben mega am Orchestrieren. Und ich möchte euch ermutigen, dass ihr wie nochmal auch einen Schritt zurückgeht und schaut, wo hat Gott in eurem Leben schon so Sachen orchestriert. Weil ich glaube, da ist mega viel rum. Oder wenn ich in mein Leben zurückgegangen, weiss ich auch, da ist viel, viel rum, was er so gemacht hat. Und so hat das Ganze können gekehrt werden. Beim zweiten Festmahl ist Esther rausgerückt mit der Sprache. Sie hat dem König gesagt, was der böse Haman geplant hat. Er selber ist an dem Pfahl getötet worden. Und der Mordechai ist erhöht worden. Der Mordechai hat die Stelle bekommen, wo der Haman hatte, als zweithöchster Mann. Und dann geht es weiter, was ich eben auch mega spannend finde. Esther ist nochmal zum König und er hat ihr nochmal das goldige Zepter angehebt. Weil sie haben gewusst, jetzt haben wir zwar den Haman in dem Sinn besiegt, aber der Erlass vom König hat nicht einfach rückgängig gemacht werden. Und sie war nochmals so mutig und ist nochmals zum König flehen gegangen. Und dann ist der Tag von der Rache, also Rache, von der Verteidigung, Entschuldigung, das ist das falsche Wort. Genau da, Esther 8, Vers 3. Esther aber redete weiter vor dem König und fiel ihm zu Füßen, weinte und flehte ihn an, dass er die Bosheit des Hamans, des Agagiters, abwenden möchte, nämlich seinen Anschlag, den er gegen die Juden erdacht hatte. Und der König streckte Esther das goldene Zepter entgegen. Also sie ist wahrscheinlich nochmal zu ihm gegangen, ohne dass sie gerufen wurde, oder ist nochmal mit einer Bitte gekommen, ohne dass er wirklich nach dem gefragt hat und ist nochmal mutig gewesen. Und ja, es ist so gekommen, dass Gott das wirklich so verwandelt hat, dass der Mordechai, der zuerst Asche und Sacktuch angehabt hat, ist nachher der zweithöchste Mann in der ganzen Provinz gewesen. Er hat eine Krone bekommen und hat die schönsten Stoff als Umhang bekommen. Der Tag, wo eigentlich hätte die Tötung von der ganzen Juden, also fast der ganzen Judenheit bedeuten, ist nachher zu einem Freudenfest für die ganze Judenheit geworden. Und einfach so viel, ja, Mächtiges. Genau. Und was eben mega spannend ist, jetzt wegen Benjamin, wegen dem Stamm Benjamin. Der Saul ist auch vom Stamm Benjamin gewesen. Und schon durch den Saul hätte eben der Bann an den Amalekiter vom Stamm Benjamin sollen vollbracht werden. Und Gott bringt seinen Plan eben doch fertig, weil er hat nachher durch den Stamm Benjamin den Agag und seine ganze Familie auslöschen lassen. Es ist ihm eben gleich wichtig, dass das Zeug, das er nicht will, also nicht der Haman, aber jetzt auch in unserem Leben, dass das ausgelöscht wird. Und ja, ich würde mega gerne nochmal zusammenfassen, die vier Schritte. Lass uns standhaft bleiben wie der Mordechai und zu unseren Werten stehen, zu unserer Identität in Jesus stehen und uns nicht anpassen. Nutzen wir die Stärke, die wir haben als Leib, als Gemeinschaft, in den Häusern, aber auch als Netzwerk. Sind wir uns unserer Berufung im Alltag bewusst? Dann können wir nicht gering von uns. Und ja, lass uns Gottes Wirken erkennen. Und wie zum Beispiel jetzt eben diese Woche, der Hansi hat es vorher kurz erwähnt, einfach wie er jetzt Aufschub gibt in dieser Zeit, das macht er mit einem Plan. Das ist, weil er hat uns, ich habe mega oft gebetet, wo es jetzt so schlimm geworden ist. Ich bete, Gott, bitte gib Aufschub. Ich habe auch Angst. Krieg, überall Krieg. Und eben, es ist so krass. Und jetzt ist wieder Aufschub da. Wir können in Frieden das Evangelium verkünden, aber wir müssen uns dem bewusst sein. Es ist doch ein Wake-up-Call von Gott. Und darum, ja, lass uns Gottes Wirken erkennen. Und in dem Sinne, Jesel, kannst du vielleicht das Gebetsanliegen aufzeigen? Und wenn wir es im Fall nicht machen, wird Gott Rettung von anderer Seite für die Menschen da aussen schicken.
Weil eins ist klar, Gott will, dass die Menschen gerettet werden. Und wenn wir es nicht machen, dann wird er andere Menschen schicken. Aber er will uns alle brauchen. Und das Gebetsanliegen ist auf die einen Seite schon mega erhört. Darum würde ich mit euch mega gerne in einen Dank einsteigen, dass wir Gott einfach Danke sagen für den Aufschub, den er uns jetzt gegeben hat. Und auf die andere Seite aber auch, dass wir zusammen beten, dass noch mehr so göttliche Weichenstellungen passieren in unserem Leben, im Bereich der Ernte auch.